Ich begrüße alle ganz herzlich zur Prüfungsvorbereitung für Fachinformatiker Systemintegration, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, IT-Systemkaufleute und IT-Systemelektroniker. Wir hatten in einigen Videos das Problem, dass wir nicht so gut zu verstehen waren, beziehungsweise ich als Sprecher nicht so gut zu verstehen war. Ich hoffe, diesmal ist es besser. Ich spreche auch jetzt wesentlich lauter. Falls nicht, schreibt einen Kommentar und informiert uns nochmal bitte drüber. Ihr sollt ja auch verstehen, was wir sagen. Heute machen wir das Thema Firewall-Regeln. Dazu folgende Themenanwendung. Was macht überhaupt eine Firewall? Welche Arten einer Firewall existieren? Was sind Firewall-Regeln? Wie schreibt man die Regeln? Und Firewall-Regeln für die Prüfung. Ja, fangen wir an. Was macht eine Firewall? Erstmal im Grunde genommen, eine Firewall schützt ein Netzwerk vor unbefugtem Zugriff von außen. Es steuert also, oder beziehungsweise sie steuert also eingehende und ausgehende Datenverbindungen. Sie steuert also auch den Datenverkehr und dafür gibt es sogenannte Regeln, die Firewall-Regeln. Sie verhindert, dass Anwendungsprogramme Zugriff ins Internet bekommen, beziehungsweise dass Benutzer überhaupt erstmal Anwendungsprogramme starten können, beziehungsweise diese benutzen können, wenn sie diese Anwendungsprogramme Zugriff ins Internet haben wollen. Und sie regelt allgemein Datenverkehr. Das müssen jetzt nicht unbedingt Regeln sein, sondern Datenverkehr auch, wenn sie merkt, dass ein TCP-IP-Paket gefälscht ist, zu lang ist, zu kurz ist, bekommt man auch eine Meldung von der Firewall. Welche Arten Firewall gibt es? Wir nehmen jetzt erstmal die drei gängigsten Arten der Firewall und zwar erstmal die Stateful Inspection Firewall, kurz SPI. Diese Frage hier ist auch eine häufige Prüfungsfrage, deshalb würde ich mir das an eurer Stelle nochmal ausschreiben oder zumindest merken. Was heißt Stateful Inspection Firewall? Stateful heißt statusbezogen, das heißt, die Pakete werden nach Status untersucht. Was bedeutet das? Pakete werden untersucht nach dem Quellport, dem Zielport, der Quell-IP, der Ziel-IP und ihrer Sequenznummer. Das ist ganz wichtig, die Sequenznummer ist eines der wesentlichen Bestandteile der SPI. Pakete, die als Antwort aus Anfragen aus dem LAN zurückkommen, werden automatisch zugelassen. Das heißt, ich muss in meiner Konfiguration nur angeben, dieses Paket darf aus dem LAN raus. Die Antwort darauf, die zurückkommt, das sprich das Antwortpaket, wird automatisch zugelassen. Das bedeutet weniger Administrationsaufwand, allerdings die Gefahr gefälschter Pakete, denn ich kann nicht immer davon ausgehen, dass die Pakete, die zurückkommen, auch die sind, die sie sein sollen. Beziehungsweise, wenn es die sind, diese sein sollen, kann ich nicht davon ausgehen, dass diese immer unverfälscht zurückkommen, beziehungsweise immer in dem Status zurückkommen, wie ich es gerne hätte als Firewall. Dann gibt es die Application Firewall, das hatte ich eben schon kurz angesprochen, zulassen oder behindern von Anwendungen. Das heißt, wenn ein Benutzer eine Anwendung aufmacht, auf der Arbeit sowas wie, das fällt mir jetzt spontan ein, YouTube-Catcher oder so, jetzt nur mal so als Beispiel. Dann muss die Application Firewall verhindern, dass dieses Programm Zugriff aufs Internetnetzwerk bzw. dann auch aufs Internet erhält. Denn es kann ja passieren, dass im Hintergrund sich Programme bzw. Anwendungen bzw. Pakete gezogen werden, die nicht ins Internetnetz eindringen sollen. Benutzersteuerung oder über GPO wird das geregelt, sprich Group Policy. Welche Benutzer dürfen welche Anwendungsprogramme ins Internet leiten bzw. welche Benutzer dürfen welche Anwendungsprogramme Zugang zum Internet verschaffen und erlaubt Anwendungszugang zum Internet zu verhindern bzw. Anfragen zu verhindern. Das bedeutet also auch eine Online-Banking-Software darf nicht unbedingt immer ins Internet, wenn da Anfragen jetzt meinetwegen durch gefälschte Pakete oder miserable Updates passiert sind, Anfragen ans Internetnetz bzw. ans Internet aus dem Internet heraus sollen dann auch nicht stattfinden, sprich die Application Firewall muss zusehen, dass die Anwendung geblockt wird. Als drittes gibt es den Proxy, der gar nicht immer als Firewall wahrgenommen wird, ist aber auch eine Art Firewall und zwar tauscht er die Quelladresse der Clients gegen die Proxy-Adresse des Servers aus. Dadurch werden die PCs da hinten verschleiert. Es weiß also keiner, von wem die Anfrage wirklich gekommen ist, außer natürlich vom Server, irgendwer muss sie ja weiterleiten. Außerdem cache dieser Proxy einen Proxy-Webseiten, das bedeutet, war ich schon mal auf einer Website, wird diese Adresse zwischengespeichert, inklusive der IP zu dieser Website und dann habe ich den Vorteil, dass diese Seite schneller aufgerufen wird und er filtert Webseiteninhalte, das heißt pornografische oder nationalsozialistische Inhalte werden automatisch rausgefiltert und Seiten können dann nicht aufgerufen werden, vernünftigerweise. Was sind Firewall-Regeln? Ja, allgemein kann man sagen, dass die Firewall-Regeln bestimmen, welche
Verbindungen in ein Netzwerk, aus einem Netzwerk heraus zugelassen oder blockiert werden. Das heißt also, wenn ich jetzt FTP-Datenübertragung von meinem Arbeitsplatzrechner auf mein Zuhause, auf mein NAS haben will, dafür mir ein FileZilla installiere und dann eine FTP-Verbindung dahin haben will, ist die Firewall dazwischen, die sagt, nein, nicht über diesen Port, geschweige denn FTP auf ein anderes Laufwerk, das außerhalb des Netzes ist, läuft nicht. Das heißt, es regelt diese Firewall-Regeln den Netzwerkverkehr und wir haben das Problem dabei, sie sind immer unterschiedlich, je Firewall unterschiedlich aufgebaut. Was wir sagen können, ein Inhalt von Firewall-Regeln ist immer die Aktion. Das heißt, allow, permit, haben beide die Funktion erlauben. Deny bedeutet nicht erlauben, sprich blockieren oder blocked oder no oder was auch immer man. Das sind nur die drei gängigsten hier. Dann das Protokoll, wie soll worüber zugegriffen werden? Über das TCP-IP, wie wir hier sehen, ist eigentlich immer so oder relativ häufig. Dann kann es auch zu UDP kommen. FTP und so weiter sind sehr selten. Das gibt aber auch Firewalls, die das auch machen. Ich wollte sie zumindest mit aufführen. Die Quell-IP des Senders ist ganz wichtig. Und zwar, wenn wir einen Firewall-Plan bzw. einen Netzwerkplan haben und Firewall-Regeln jetzt in der Prüfung festlegen wollen, müssen wir schauen, was ist die Quell-IP des PCs? Meinetwegen hier die 192.168.10.200 ist die Quell-IP. So, das heißt, wir haben hier eine Quell-IP, beziehungsweise wir nehmen jetzt mal erstmal die hier, das ist ein bisschen einfach, die 172.16.1.0 ist die Quell-IP unseres PCs. Das Protokoll ist TCP. Aktion ist allow, also erlauben. Quellport any, klar. Ein PC hat nie einen festgelegten Port, zumindest selten. Und wenn festgelegt, dann meistens über 1023, also macht man hier am besten Any. Damit, falls es mal ein anderer Port ist, man nicht gleich wieder neue Regeln einspeisen bzw. einpflegen muss. Ziel-IP, sagen wir jetzt mal, ist der Webserver des Unternehmens, meinetwegen, oder ein außenstehender Webserver, wie auch immer. Zielport ist dann natürlich 80, weil HTTP-Protokoll hat immer den Port 80. Interface ist das Interface der Firewall, ob das nun Ethernet 0, Ethernet 1 oder Pidgey-Platte oder Puppy-Poop oder sonst irgendwas ist. Das ist jetzt nicht nur aus Witz so gesagt, sondern wie ich das Interface nenne, ist völlig egal. Hauptsache, ich habe ein Interface benannt, damit ich weiß, über welche Schnittstelle es geht. Wie gesagt, ob ich ihn Hund, Katze, Maus oder Pidgey-Platte nenne oder Pinguin, ist völlig egal. Und dann natürlich die Regel, ganz wichtig, ausgehende Regel oder eingehende Regel. Und jetzt, hier seht ihr nämlich ein Beispiel, nicht verwirren lassen. Dies hier ist keines Stateful Packet Inspection, SPI, Verzeihung für meine Stotterei. Keine SPI Firewall. Dieses ist eine ganz normale Paketfilter Firewall, das wollte ich euch dabei nochmal zeigen. Wenn ihr eine SPI habt, müsst ihr nur das hier konfigurieren. Das hier fällt dann komplett heraus. Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Und das braucht man auch nicht. Alles, was eingehend ist, ist dann unnötig, weil wir haben ja die ausgehenden dann schon konfiguriert und die SPI-Regel heißt ja ausgehende Regeln, okay, eingehende werden automatisch dann zugelassen auch als Antwort. Aber weiter im Text. So sind Firewall-Regeln aufgebaut. Ihr braucht immer eine Aktion, wie gesagt, allow, permit oder deny. Ihr braucht immer ein Protokoll, ihr braucht immer eine Quell-IP, die IP von dem Rechner, von dem Host, von dem es kommen soll. Oder natürlich, wenn es jetzt ein Webserver ist, wir nehmen jetzt mal an, das hier ist ein Webserver. Dann haben wir natürlich die Quell-IP vom Webserver und sagen über Quellport 80, weil ein Webserver kommuniziert entweder über 80 oder über 443 HTTPS. Zum Zielport, das ist jetzt die Antwort hierauf, aber das ist jetzt erstmal völlig egal. Zum Zielport meinetwegen 172.16.1.0, Zielport Any, weil ein Client natürlich einen Port festgelegt hat, wieder Ethernet 0. Dass es jetzt eingehend ist, lassen wir jetzt auch mal dahingestellt, wir können es auch ausgehend machen. Ihr müsst euch merken, Quelle ist wichtig, Port ist wichtig. Wenn bei Quelle sowas wie ein Webserver steht, immer einen Port angeben. Wenn bei Quelle ein Mail-Server steht, ist das hier entweder Port 25 SMTP für Mails verschicken oder Port 993 IMAP auf TLS-Basis oder Port 110 POP3, was selten noch verwendet wird. Oder. Wenn hier irgendwas an Webserver, Mail-Server, FTP-Server, File-Server ist, immer den dazugehörigen Port angeben.
Wenn hier ein Client ist, meistens größer 1023 oder Any. Ja, ich hoffe jetzt, dass die Bitte nach Firewall-Regeln damit erstmal befriedigt ist. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen was hilft. Wenn ihr Fragen habt, schickt eine E-Mail an info@sadatec.de. Ich weiß, dass Dienstag die Prüfung ist. Morgen sind wir leider nicht in der Firma. Das heißt, morgen werden wir auch keine Videos produzieren. Wenn irgendwelche Fragen sind, gerne per E-Mail, können wir versuchen zu beantworten. Haben wir bei einigen Usern jetzt schon gemacht, denen wir die well-known Ports geschickt haben, beziehungsweise Firewall-Regeln kurz erklärt haben oder ähnliches. Meldet euch, wie gesagt, Dienstag ist die wahrscheinlich wie die Prüfung bei allen. Bis dahin könnt ihr euch noch gerne melden. Und danach geht sowieso das neue Lehrjahr bald los. Das heißt, danach wird sowieso komplett neue Videos geben und eine komplett neue Prüfungsvorbereitung. Ja, viel Spaß am Dienstag, wenn ihr da Prüfung schreibt. Vor allen Dingen viel Erfolg und halt die Ohren steif.